Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier vom Arsch. Wir holen jetzt das ganze Förderbandsystem. Und zwar, das war das erste. Die müssen wir mal kurz drehen. Dazu können wir das selber fahren. Ne? Das wissen wir. Motor starten natürlich auch. Ne? Wo hat der einen Motor? Ne? Aber das ist, wie soll ich sagen, wahrscheinlich geht es nicht anders. Also normalerweise würde jetzt der Bauer vorne sagen, würde das gleich so machen und würde das Stück jetzt so das gute Stück jetzt zum Silo ranschieben. Also und das wird ja so auch nicht funktionieren, ne? Also müssen wir kurz zum F1 drücken, glaube ich mal, ob das hier alles geht. Anschalten ist klar. X. Ja, das ist logisch. Hier abladen und. Naja, ist schon mal nicht schlecht, ne? Er hat schon mal einen Schaden von 0,2%. Ne? So, dann steigen wir aus. Und jetzt holen wir noch nächstes Teil. Weil da kommen wir ja mit dem LKW nicht unter, ne? Wäre ja zu einfach. So, so das nächste Teil. Und dann hier später, das zweite Teil. Machen wir am besten auch gleich. Denn dann brauchen wir nicht in Silo reinfahren. Naja, mit einem großen System. So. Natürlich kann man das komplett System nehmen und dann Reschutz, BGH. Aber leider ist es der Weg ziemlich weit. Ja, ist halt so. Wäre so einfach, wenn es alles klappen würde. Das Stroh scheint zu laufen, außer jedenfalls. So, wenn wir ein bisschen bequem machen, ne? Bin ich gesehen. Ja. Also der Umbau hat mir wieder Nerven gekostet oder richtig Schweißperlen. Das ist ja hier alles zu eng und kompliziert. Und dann, wo ich angefangen habe, habe ich gemerkt, oh shit, das eine Kabel ist zu kurz. Mm, super. Du hast das Ding gerade im Laden, also im stabilen Spar, hier heißt das Ding, in der Hand gehabt und überlegt, brauchst du das nicht. Wenn du da noch brauchst nicht, hast du aber da. Mit dem Kabel hast du eigentlich mehr als genug. Aber nicht von der Länge. Also ich hätte mindestens 3 Meter gebraucht, ungefähr, um nicht zu sehr zu stramm zu haben. Ne? Also 3 Meter ist das Minimum, glaube ich. Das wäre eher 4 Meter gewesen. Und die hatten ein Kabel gehabt von 5 Meter. Und dann habe ich gesagt, okay, dann lieber ein bisschen mehr, länger als zu kurz. Ne? Wenn das Kabel gerade so reingeht, dann ist auch ein bisschen Druck drauf und dann ist ein Kabelkabel. Das muss ja nicht sein. Ne? Dazu ist die Grafikkarte teuer. Hat auch den zweiten Rechner, das hat Hand und Fuß. Weil, ich sag mal, das Spiel Seven Dice to D, wie Ding heißt da, braucht enorm viele Ressourcen. Enorm viel. Und da gab es immer bei OBS Alarm, dass nicht alles aufgenommen werden konnte. Weil es einfach zu. Hat keine Reserven gehabt mehr. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt greifst du auf zu und du nimmst jetzt daher der zweite Rechner eh vorhanden war. Dann kaufst du halt die Elgato, ne? Das modernste halt, ne? Und dann nimmst du halt extern auf. Ja, und gemacht und getan und gekauft. So. Und hier im Spiel ist es auch ganz gut, wenn man keine mehr nebenbei die Ressourcen aufbraucht. Ne? Dann hat er mehr Reserven. Ne? Logisch. Wir sind nur bei 50%, das waren aber 70 gewesen. Persönlich. Das ist dann ganz schön. Insgesamt von der ganzen Karte. So,
Obwohl ich mir dachte, ich habe eine ganz moderne, leistungsstarke Grafikkarte. Was machen die, die ein bisschen kleinere Karten haben? Auch ältere Modelle. Weiß ich auch nicht. Und für normale Spielen reicht's ja. Aber ich denke mal, liegt auch daran zusammen, dass ich einen großen Monitor habe, dass ich dadurch nochmal zusätzlich belastet werde. Ich könnte ja rein theoretisch auf 4K spielen, mal 2K. Ein bisschen Ressourcen schon. So, dann haben wir gleich mal einmal Test mit Förderband und dann später das Zwischendrück noch holen. Dass wir einmal eine BGH was voll machen können. Und Strom läuft halt nun dahin. So, da habe ich Zeit nicht abgedrückt. Na, 6 Minuten haben wir jetzt mit der. Muss ich nochmal drücken? Sonst wird es bestimmt länger als 20 Minuten her. 20 Minuten ist okay, das ist kein Problem, aber wenn es nachher über 30 wird, nachher, dann ist es nicht mehr. Ist zu lang, ne? Im großen Ganzen guckt ja keiner so lange. Also, ich persönlich, wenn ich mal ein Video schaue, dann schaue ich auch meistens nur die ersten 10 Minuten oder so. Weil dann kommt jetzt einfach zu viel auf YouTube, ne? Gebe ich ehrlich zu. Das bin ich auch da, ne? Aber ich habe immer so gesagt, Mensch, es gibt so viele Menschen im deutschsprachigen Raum, bei 80 Millionen sollen es ja sein, ne? Warum soll da keiner mit zu mir kommen und da mal gucken? Hab mir so gedacht. Also ich habe aktuell noch keinen. Wird nur mit drehen. Update gemacht für Global Company. Weil ich habe ja hier im Prinzip ganz wenige Zweige. Also im Grunde brauche ich es ja fast gar nicht. Da klingt auch nur hier für Saatgut und Dünger und Kalk, weil ich das weiß. Und ich glaube fürs Lager, für was die hier ist, für Stroh. Und das andere Zeug. Das kannst du anklimmen. Das hätte ich eigentlich theoretisch. Aha, gut. Dann sehe ich das. Höher kriegen. Das muss ich mit Maus machen. Nicht ganz so einfach. Mal gucken. Ankoppeln, abladen oder stoppen. So. Ach, das können wir auch bewegen. Ah, so. Und das andere. Mal sehen, dass wir ein bisschen jetzt so hinkriegen, dass wir nutzen können, ne? Das muss hier vorne sein. So.
Vorschieben. Wahrscheinlich. Der eine oder andere wird sicherlich wissen, ich weiß noch nicht. Ist das auch nicht verwendet. Hat sich bei mir bisher nicht garantiert. Das ist das Zwischenstück. Das könnte sein, ne? Dann ist es ja klar. Dann ist ja können das Zwischenstück sein. Dadurch geht es gar nicht mehr. Dann machen wir das so, ne? Ein Zwischenstück. Thema. Kommt das an oder nicht? Wer weiß das? Gut, dann holen wir das nächste und dann schauen wir mal, wie es funktioniert. Ja, nächste holen. Mann, ist das kompliziert. Erstes Mal auf jeden Fall. Soll ja schnell gehen her, ne? Und nicht so langsam. Wir wollen ja irgendwann mal was anderes tun nebenbei. Weiß zwar aktuell nicht was, aber wir müssen was finden. So, hier ist FPS schon alles gut, dass FPS hier richtig am Maximum geht. Alles super. Sonntag, Nachmittag um 16 Uhr. Gute Zeit für den Kuchen hier. Wir haben extra aufgetaucht. Ich habe schon lange eingekauft. Schon lange. Also, keine Ahnung. Das ist mal Kuchen. Der richtige Fahrsimulator. Also, das wird nur zu teuer. Und zweitens kriege ich es hier nicht rein. Das ist das ganze Problem. Und der Spaß ist so teuer. Das kannst du mal nicht so sagen. Ich komme das mal so ganz kurz im Test und muss mich nicht richtig entscheiden. Ne? Das ist richtig umfangreich. Also von der ganzen Technik her und so. Die Frage ist dabei, ob das LS auch noch stützt. Ist das auch noch ein Zug? Also, nutzt ihr das, dass das nicht unterstützt wird? Ne? Ich habe schon lange mal gesehen hier auf YouTube so ein Video dafür dazu und da hat der Spaß in Dollar angegeben bei 10.000 Dollar. Das Teil ist beweglich gewesen, also man konnte im Prinzip die Fahreigenschaft im Prinzip, also das Kippeln, das Wackeln und so, alles, das kann man alles dann selbst erleben. Ne?
Nach dem Motto, da musst du anschnallen bald, ne? Sonst kippst du auf den Stuhl. Weiß zwar nicht, wie er das macht, wenn er Fahrzeughiebe schlägt. Das ist schwierig, aber... Aber das war über so ein Hängt dran und bringt über einen Haken. Er konnte das nach vorne sich bewegen. Nach hinten, nach links und rechts. Also wie also los in der Schaukel so ähnlich. Also unten war jetzt ein großer Kreis, ein Stahlgerüst. Und an diesem Stahlgerüst war ein C-formendes Träger. Und an diesem Träger hing das System dran. Und das war dann beweglich. Die Monitore, die waren auch vorne mit angebaut. Drei insgesamt. Und das Ganze dann entsprechend also mitbewegt. Ne? Also der Rechner wurde dann angeschnallt und all drum und dran. Das ganze System hat sich dann entsprechend war dann festgemacht. Musste ja festgemacht werden, sonst fällt es ja irgendwann runter. Von der Maus, also da würde ich mir gar nicht vorstellen. Da musste eine Halterung haben, wo man die Maus dann reinlegt. Sonst geht das ja gar nicht. Also dann fällt ja mal runter, das sieht schlecht. Da war für die Maus und wenn du weiterkommst, musst du ja abends mal steuern. Ne? Ja. Aber gut, für 10.000 Euro kaufe ich doch lieber ein Auto. Ne? Der ist schon Wahnsinn. Oder mit jemand Blocking, ja, nee. Das gefällt mir gar nicht. Und das nicht klappt mit Stroh. Ja, ist schlecht. Und da alles im Hutklammer. So, da sind wir. So, liebe Zuschauer, das soll's für heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Dann sag ich mal Tschüss und winke, ciao, ciao. Ja, und dann, ja, es geht dann morgen wieder weiter. Tschüss.